Mit Selbstvertrauen spätestens seit er in der Weltmeisterschaft führt. Platz 2 im Training von Donington für den 34 Jahre alten Allgäuer. Zuversichtlich direkt neben Roth Martin Wimmer. Die Verletzung von Hockenheim, der Knöchelbruch, ist ausgeheilt. Auch der Münchner in der ersten Startreihe. Der dritte im deutschen WM-Trio, Toni Mang. In der WM-Wertung zweiter, 15 Punkte. So viele, wie man für einen Grand Prix-Sieg erhält, hinter Roth zurück. Die erste Startreihe von links, Patrick Igoa, Reinhold Roth, Martin Wimmer, Toni Mang und Dominique Sarron. In der Mitte Martin Wimmer und rechts mit der Nummer 3 Dominique Sarron erwischt den besten Start, setzt sich an die Spitze vor Reinhold Roth und Martin Wimmer. Toni Mang auf Platz 8. Kein guter Start für den Inninger, doch wir haben schon oft erlebt, dass er viele Rennen aus dem hinteren Startfeld noch gewonnen hat. Die Strecke hier in Donington nur für Motorräder gebaut. 4,02 Kilometer ist der Kurs lang. 26 Runden sind zu fahren, das sind 104 Kilometer. 36 Fahrer am Start. Und gleich in der zweiten Runde schon ein Sturz mit der Nummer 5, Jean-François Baldé, der so überraschend in die zweite Startreihe gefahren war. Hier der Sturz und das bedeutet keine Chance auf eine gute Platzierung. Und auch hier Nummer 14, Sechster im Training, Stefan Mertens, der Belgier, ausgeschieden. Dominique Sarron an der Spitze, dahinter Reinhold Roth, dann Martin Wimmer. Und dann Platz 4, mit der Nummer 4 schon Toni Mang. Diese Gerade, der schnellste Teil der Strecke, etwa 600 Meter lang. Und danach, am Ende dieser 600 Meter, muss sehr, sehr stark gebremst werden, bis auf den ersten Gang herunter. Und Reinhold Roth ist vorne, hat Dominique Sarron überholt. Roth 24, Dominique Sarron 3, dahinter Martin Wimmer und mit der Nummer 4 auf Platz 4 Toni Mang. Dahinter an fünfter Stelle Carlos Cardus aus Spanien. Und wie es aussieht, möchte Reinhold Roth hier beweisen, dass er auch auf trockener Fahrbahn gewinnen kann. Vor zwei Wochen erreichte er zum ersten Mal einen Grand Prix-Sieg in seiner Karriere. Es war in Le Mans, bei sehr, sehr starkem Regen auf nasser Fahrbahn. Also, ob er es auch hier schafft, in Donington, er, der in der Weltmeisterschaft mit 15 Punkten Vorsprung führt. Nummer 7, Jacques Cornu, dahinter Loris Reggiani, ein überraschend starker Fahrer in dieser Saison. Roth vor Sarron, Wimmer und Mang, das ist die Reihenfolge. Und Martin Wimmer greift rein. Innen zieht er vorbei an Sarron. Zweiter Position jetzt für den Münchner. Reinhold Roth, dessen Maschine nach dem überragenden Sieg in Le Mans kontrolliert worden ist nach dem Rennen. Der Hubraum wurde nachgemessen und es stellte sich heraus, es war alles korrekt, der Sieg korrekt, die Maschine korrekt. Ein Beweis dafür, wie gut Roth in diesem Jahr fährt, wie stark, wie zuverlässig. Und Toni Mang greift an. Er fährt sehr, sehr hart, bedrängt Martin Wimmer und überholt ihn. Zweite Position jetzt für Mang. Roth, Mang, Wimmer, die Reihenfolge. Und er greift weiterhin an. Toni Mang muss angreifen, denn in der Weltmeisterschaft liegt er 15 Punkte hinter seinem Konkurrenten, den er jetzt überholt. Hinter Reinhold Roth zurück und er muss fleißig, fleißig Punkte sammeln, während Roth sich darauf zurückziehen kann, in die Punkteränge zu kommen. Er muss nicht unbedingt gewinnen, er muss nur, wenn möglich, unter die ersten drei kommen. Toni Mang jetzt also vorn. Und jetzt in der achten Runde hat sich Toni Mang etwas abgesetzt vom Feld. Martin Wimmer jetzt an zweiter Position und überholt dieses Insert, diese Einblendung. Mang vor Wimmer und Roth. Immer noch die drei deutschen Fahrer an der Spitze, gefolgt von dem Franzosen Sarron und dem Spanier Cardus. Martin Wimmer an zwei. Vor einer Woche hat er in Suzuka in Spanien, in Japan, ein Langstreckenrennen bestritten. Er hat es gewonnen mit dem Australier McGee, der in der 500er Klasse fährt. Und Reinhold Roth hat gekontert und rechts innen mit der Nummer 34 nutzt Loris Reggiani die Chance, geht innen vorbei auf die zweite Position. Mang führt vor Reggiani,
dann Rot Wimmer. Loris Roggiani, überraschend stark fährt er in diesem Jahr, ein junger Italiener, bekannt durch seinen verwegenen Fahrstil. Der Nummer 34, das ist der Italiener, er fährt eine Aprilia Rotax. Die einzige Nicht-Yamaha- oder Honda-Maschine, die in der Spitzengruppe mithalten kann. Und hier in der achten Runde, Sturz, das ist die Maschine von Carlos Lavado. Hier haben wir ihn unverletzt, aber ausgeschieden. Schon zum dritten Mal in diesem Jahr beendet ein Sturz das Rennen für den verteidigenden Weltmeister. Mang Nummer 4, 34 Reggiani. Und die Nummer 6, Martin Wimmer. Etwas Abstand, Reinhold Roth, Saron und Cornu. Und Martin Wimmer lässt sich nicht abschütteln, überholt Reggiani. Ihn drängt es ja nach anderen Aufgaben. Er möchte diese Klasse gerne verlassen, wenn es geht. Doch dazu benötigt er in diesem Jahr eine sehr gute Weltmeisterschaftsplatzierung. Zurzeit hat er sie nicht, er liegt auf Platz 7, bedingt durch seine Verletzung fiel er ein gutes Stück zurück, hat kaum noch Chancen, den Titel zu gewinnen. Doch immerhin, der Platz 3 ist noch möglich. Mang, Wimmer und der Italiener. Die Aprilia, ein italienisches Fahrwerk, der Motor von Rotax aus Österreich, Zylinder aus Deutschland und der Tuner, der die Maschine betreut, aus den Niederlanden. Europäische Gemeinschaftsarbeit. Loris Reggiani, innen geht er an Martin Wimmer vorbei. Platz 2 jetzt für den Italiener. Ja, das ist die einzige Chance, nur innen geht es. Und er greift auch Toni Mang an, schafft es. Jetzt Loris Reggiani an erster Stelle, Toni Mang nur noch Zweiter und Martin Wimmer an Dreier. Dann vierter Stelle mit der Nummer 17, das ist Patrick Igoa, ein Franzose. In vergangenen Jahren hat er zweimal die Langstrecken-Weltmeisterschaft gewonnen. Und hier im Training war er zum ersten Mal Schnellster. Jetzt auf Position 4, Reinhold Roth, dadurch auf den 5. Platz zurückgefallen. Reggiani, links Mang, 6 Wimmer, 17 Igoa. Und da ist Mang schon wieder vorn. Ein sehr, sehr gutes Rennen hier in Donington. Nummer 33, das ist Ivan Palacese aus Venezuela, ein Landsmann von Lavado. Wir sind jetzt in der letzten Hälfte dieses Rennens. Und Reggiani führt mit deutlichem Abstand und Reinhold Roth hat sich an die zweite Position geschoben. Mang jetzt Dritter, Igoa Vierter, Wimmer Fünfter, Sechster, Cornu. Noch 6 Runden sind hier zu fahren. Deutlich der Abstand, der Vorsprung des Italieners vor seinen Verfolgern. Toni Mang wieder innen vorbei, nur da geht es. Jetzt wieder zweite Position, Roth an dritter Stelle, Vierter Igoa. Immer zurzeit auf Platz 5 und Igoa mit der Nummer 17 bedrängt, Reinhold Roth. Roth, der bisher alle WM-Läufe, alle 8 in den Punkterängen beendet hat und der sogar 7-mal auf dem Treppchen stand. Der Stand, Reggiani, der Vorsprung, der Abstand zu Toni Mang ist geringer geworden. Der Deutsche hat aufgeholt und auch Martin Wimmer hat sich nicht abschütteln lassen, hat noch Chancen nach vorn zu fahren. Auf jeden Fall aber Reggiani und Mang. Das ist die letzte Runde. Das ist die letzte Chance von Toni Mang, noch an den Italiener vorbeizukommen. Reggiani immer noch vorn, er fährt wie ein Teufel, heißt es. Und hier sieht man an den
wackelnden Bewegung der Räder, welche Kraft auf die Motorräder einwirkt, wenn sie aus der Kurve heraus beschleunigen. Über 78 PS haben die Maschinen. Und hier hat Toni Mangels geschafft, geht an Loris Reggiani vorbei. Wenige Kurven vor dem Ziel. Die Schikane. Und da sehen wir wieder, wie die Maschine sich bewegt, wie das Vorderrad sich anhebt. Wie Toni Mang voll beschleunigt. Er möchte sich gleich einige Meter absetzen, damit der Windschatten abreißt zu seinem Verfolger. Er möchte ihn gleich abschütteln. Und hier geht es gleich auf die Zielgerade. Toni Mang ist vorn. Nur noch wenige Meter. Loris Reggiani 2, Martin Wimmer auf Platz 3. Und da ist die Zielflagge für Toni Mang. Er gewinnt zum vierten Mal in diesem Jahr einen Grand Prix. Zweiter, der Italiener Loris Reggiani. Zum dritten Mal nimmt er diese Position in diesem Jahr ein. Dritter, Martin Wimmer aus München. Fünfter, Reinhold Roth.